Das müssen wir noch machen. Aveline, erinnerst du dich an die Sklavin, die du mir brachtest, Therese? Natürlich. Kann ich dir trauen, Tochter? Aber ja doch. Worum geht es? Es gibt da noch einen Sklaven. Er wurde von seiner Frau und seinem Sohn getrennt. Hm. Wenn du ihn zu mir bringst, führe ich sie zusammen. Oh, natürlich. Ich werde tun, was ich kann. Ich will gar nicht wissen, was. Das verunsichert mich jetzt gerade. Warum macht sie... Also ich hätte sie jetzt am liebsten... Ich hätte ihr am liebsten einen auf die Nase gegeben, kurz gesagt. Dafür, dass sie die ganze Zeit... es ist eine Art von Missbrauch. Warum spielt sie? Sie kennt doch die Tagebuchseiten jetzt. Warum muss ich trotzdem dieses Spiel mitspielen? Gehört das dazu? Ich meine, wir waren in Chichen Itza. Wir wissen, was da los ist. Gegen die Kämpfe. Was? Komm schon! Ich kann nicht! Ach, B ist nachladen! Ach, komm schon, ernsthaft? Was war das denn? Wer? Was? Vielen Dank, doch. Wir haben keine Zeit. Komm schnell mit mir. Wohin? Zu deiner Familie. Das klingt gerade total komisch. Wir gehen nochmal da lang, wo wir hergekommen sind. Ich weiß nicht, wie wir hier durch die Hinterhöfe kommen. Kein Schaden erladen. Warte mal. Ich muss mal... Nee, kann ich nicht. Och Gott, ist das ein verwirrtes... Ein verwirrendes... Warnung, zu weit von der Begleitung entfernt. Nein, warum? Junge! Na, du komm. Ich laufe extra langsam für dich. Den Mann in Sicherheit bringen. Das ist jetzt irgendwie... Liegt das daran, dass ich die Kleidung nicht anhatte? Dass jede Art der Kleidung ihre eigenen Spezialaufgaben hat? Das heißt, vielleicht muss ich auch den anderen mit dem Steckbrief als Assassine machen und nicht als Sklavin. Weil ich als Assassine mehr Fähigkeiten habe, kann das... Könnte ich mir vorstellen. So. Merci. Ja. Null Problemo. Kein Schaden erleiden. Eine geteilte Familie. Die jetzt noch geteilter ist. Wow. Warum helfe ich hier denn? Ich hätte die wahrscheinlich schon viel früher machen können, ohne dass ich davon Wissen hatte. Kann das sein? Das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein. Wie viele Geschäfte ich kaufen kann. Oh, was war das? Moment. Schon wieder was Neues entdeckt. Oder? Die Intrige. Jetzt fühle ich mich gerade ein bisschen genötigt, das mal durchzuspielen. Einfach nur, um Frau Madeleine. Madeleine? Madeleine war es, ne? Madeleine? Ja, ich glaube schon. Auflaufen zu lassen. Eigentlich wollte ich auf... Ach, wisst ihr was? Ich gönne mir einfach einen schönen Döner. Ne? Das mache ich. Da muss ich nicht großartig kochen. Und schon hat sich das Ding von allein erledigt. Das Einzige, was sich nicht erledigt gerade, ist mein Drang zur Toilette zu müssen. Auf eine ungewöhnliche Anfrage reagieren. Na, mal gucken. Bitte. Warte mal. Bitte, triff mich an den Docks. Es ist dringend, Gerald. Das kann nicht stimmen. Gerald macht keine Schreibfehler. Er ist Buchhalter. Sowas macht er nicht. Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Hundertprozentig. Wer will mich umbringen? Ich hau dich um.
Ich wusste es. Die versteckten Klingen ausrüsten, um die Seile. Ach so. Sie hat also doch versteckte Klingen? So. Grüner Punkt. Nee, warte mal. Ich habe dir zwar ins Auge gestochen, aber ich nehme mal vor dein Geld mit. Ich hab's nötig. 51 Geld. EQ. Was zum Henker? Geht's euch gut oder was? Ich bin hier mit einer Dame. Und der arme Bär. Was kann der dafür? Oh Mann, du Arme. Tut mich leid. Ich flüchte mal da lang. Es ist so offensichtlich, dass ich da hinten in irgendwas reinlaufe. Ein Bärendienst. Das war jetzt die Mission, oder wie? Ich wurde entführt und musste wieder freikommen. Was ist das? Zeugen. Achso, ich muss Zeugen bestechen oder sowas betören oder so, ne? Kann das sein? Das ist ja alles immer noch die Intrige. War das gerade was anderes, was ich gemacht habe? Okay, das ist natürlich jetzt schon wieder spannend, ne? Also normalerweise müsste ich euch wirklich mitnehmen bei den ganzen Nebenmissionen. Weil jetzt das mit den Bären, das kam sehr unerwartet. Ich muss mal gucken, was das Glubschauge da bedeutet. Geht's da hinten lang? Ja. Ein Zeuge. Oh nein. Oh, zieh durch. Das war nicht ganz, Ah, na toll. Wie soll ich den denn jetzt einholen? Als hätte ich dagegen eine Chance. Oh, ich habe eine Chance. Komm mal her, Baby. Mann, bleib stehen! Ist mir egal. So, und jetzt bin ich trotz Mord auf offener Straße frei. Auf was soll ich reagieren? Auf die Handlung reagieren. Meine Informanten haben den Verantwortlichen aufgespürt, der hinter dem Angriff steckt. Die hinter dem Angriff stecken. Du findest sie bei der alten Kirche. Pass auf dich auf, Gerald. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Ist das die alte Kirche? Ich muss jetzt nicht unbedingt da vorne lang, ne? Den Straßenräuber aufspüren. Da war doch. Ich sehe nichts. Hörst du mal auf? Was ist los mit ihm? Der ist kaputt. Also kämpfen kann sie trotzdem. Jetzt stich zu. Ich hab ihn kaputt gemacht schon wieder, ne? Kann das sein? Aua. Ey, die sind beide tot. Seht ihr das? Dieses wiederholte Schreien. Also ich habe beide Ziele ausgemerzt, aber einer ist wieder aufgestanden und hat jetzt einen Loop drin. Ich versuche das nächste Mal mit dem Regenschirm. Ist, glaube ich, einfacher. Ja, ist gut. Hab's verstanden. Halt! Falsch. Das könnte ich auch probieren. Moment.
Wieso kippt er denn gleich um? So, wir brauchen mal beide Hände. Das ist aber nett. Ganz ladylike. Schön. Wie geil ist das denn? Mann, dabei war das gar nicht geplant. Oh, schön. Ich wusste gar nicht, dass die so gut kämpfen können, ehrlich gesagt. Das ist, den Tatort des Hinterhalts untersuchen. Ich glaube nicht, dass wir die Chance kriegen, unsere Ziehmama da einen auf den Nischel zu hauen. Aber Lin, wir brauchen mehr Informationen, um den Angreifer aufzuspüren. Du musst zu dem Ort zurückkehren, an dem du angegriffen wurdest und nach mehr Hinweisen suchen. Liebe Grüße, Gerald. Ich glaube eher, dass wir momentan die Arbeit für unsere Mutter machen. Dass wir das hätten vielleicht schon viel früher machen können. Und hätten wir das getan, hätten wir uns wahrscheinlich noch umso mehr geärgert, dass wir ihr Unterstützung zugesichert haben. Ich meine, andersrum bin ich jetzt aber auch zum Teil wirklich froh. Eliminiere Zeugen? Oh, warte mal, hier sind Musketen hinter. Alle Hinweise finden? Wo muss ich denn jetzt noch hin? Oh, natürlich. Geh mal für mich mit pinkeln, Mann. Volle Sink. Brotkrumen. Okay. Mann, ey, wie einfach ihr Männer das habt, ey, wirklich. Einfach mal eine Ecke stellen und lass laufen. Auch wenn das in Städten nicht unbedingt angebracht ist, ne? Und so ein bisschen bäh ist. Aber zumindest müsst ihr nicht den Arsch blank zeigen. Habe ich eine Kiste? Ah ne, brauche ich ja gar nicht. Ich bin eine Dame. Komme ich da rein? Hallo? Na? Senorita, habt ihr romantische Absichten? Bestimmt, wenn ich dich so angucke. Nein, das funktioniert nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, ich kriege die Quest nur, wenn ich eine Dame bin, oder nicht? Ich meine, da komme ich jetzt nur rein, wenn ich... Oder irre ich mich jetzt? Aber es ist halt dieses Damensymbol. Wisst ihr, was ich meine? Ich laufe mal unten rum, irgendwie gucken, ob ich da anderweitig reinkomme. Oh, wartet mal, nee. Ich hätte mit Aufwiegeln wahrscheinlich hätte ich was machen können. Habe ich hier irgendwie andere Optionen? Oder bestechen oder so? Bestechen geht bestimmt. Achtung, Senorita. Ich habe keine bestechende Option. Mann! Was ist mit dir? Du kannst auch nichts für mich tun, ne? Das ist jetzt echt merkwürdig. Ich, wie gesagt, ich versuche es nochmal von der anderen Seite. Vom Zaun. Aber ich glaube, ich werde gleich abbrechen. Ich kann mir auch keinen Knoten reinmachen, ehrlich gesagt. Ihr auch nicht, ich weiß, aber an die Herren da draußen. Warum steht hier überall alles rum? Aber ich muss echt mega dringend und wenn ich für sowas die Aufnahme abbreche, dann pausiere ich auch erstmal. Vielleicht nehme ich morgen Abend nochmal eine Runde auf und mache dann direkt weiter. Oh. Wer hätte das erwartet? Hallo? Na? Warum stehen da oben Waffen? Ach, egal. Ich muss hier gar nicht rein. Ich muss daneben. Sneaky Biggie like. Mm.
Ich sag jetzt mal nichts dazu. Wo denn? Ach, da. Den Anführer der Anführer finden. Kriegen wir hin. Locker. Die Anführer standen in Diensten eines berüchtigten Söldnerhauptmanns. Er befindet sich zurzeit an Bord der Duchess? Ach, keine Ahnung. Und sticht mit der Armflut in See. Liebe Grüße, Gerald. Na dann, wir haben ein Ziel. Also als Dame macht es sich nicht schlecht. Es ist nur mega anstrengend, dass man überall außen rumlaufen muss. Obwohl, es ist ja nicht anders. Also nur weil sie... Na gut, in dem Kleid klettert er mal ein bisschen mit rum. Ah! Wieso schreist du so laut? Ich hüpf mal. Hüpf! Kann ich dich mitnehmen? Hallo? Na? Komm mal mit. Ich habe so das Gefühl, du könntest mir nützlich sein. Kann ich dich auch noch mitnehmen? Bitte. Na? Das war nicht geplant. Ich schwöre. Interessiert das hier keinen, dass ich hier morde? Ich tue so, als wäre nichts geschehen. Das finde ich vernünftig. Jetzt geh mir aus den Augen. Was zum Henker? Ich zeig dir, wie wir das in Spanien machen. Jetzt wurde ich entdeckt. Nachdem der Hauptmann tot ist. Träumchen, das Spiel. Aber gut, es sind Bugs, die kriegt man nicht mehr raus. Das Spiel ist zu alt dafür. Ich hoffe nur, dass ich das andere irgendwie hinbekomme. Ich ärgere mich einen Fuchs, wenn ich wegen einer nicht abschließbaren Questreihe irgendwelche Errungenschaften nicht kriege. Das ist so... das fuchst mich immer. Ohne entdeckt zu werden. Wir gucken mal. Entdeckt? Nicht? Sie lokalisiert. Töten ohne entdeckt zu werden. Ich habe jetzt eine total bescheuerte Idee. Wenn das jetzt funktioniert, bin ich... Ich habe keine Ahnung, was hier passiert gleich. Sieh, was dieser Frevel dir einbringt. Also muss ich ihn betören, wegziehen? Ausnocken und verstehen. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Vorhin, wo ich den Typen erschossen habe, ging mir genau der Gedanke durch den Kopf. Mensch, der ist ja auch zu betören. Ist wahrscheinlich die einfachste Variante. Gut, machen wir das nochmal, weil wir es ja können. Achso, hier ist sogar eine Treppe. Na sowas. Wo kann ich ihn nachher hinziehen? Bestimmt da hinten in die Ecke rein. Das kriegen wir hin. Aye, aye, Sir. Ist sie lokalisiert? Na? Hey? Kommst du mit? Hab eine Idee. Komm mal mit. Jetzt wackel aber schön mit dem Hintern, Lady. Dass er dir auch weit genug folgt. Da-da-da. Oh, wie klischeehaft, ne? Oh Gott. War das wirklich früher so? Wahrscheinlich nicht nur früher. Ich lebe wahrscheinlich in einer Welt voller Einhörner, Bienchen, Blümchen, wohltuenden Düften, wohlriechenden Düften, so heißt es. Komm mal hier. Komm, gut, gut,
gehen hier um die Ecke. Da sind wir ganz von uns alleine. Oh, er ist gleich fertig, wollte ich gerade sagen. So, er ist, Ach, jetzt. Oh, ich wollte gerade sagen, geht nicht. Geht nicht. Doch, geht. Ohne entdeckt zu werden. Die Bärengeschichte war kostspielig und enttäuschend. Lass mich nicht noch einmal hängen. B. B. Wer ist B? Wir gucken nochmal nach. Irgendwas in der Nähe. Die Intrige. Oh Gott. So, nimm mal den Rock hoch und dann lass laufen. Den Rivalen machen wir wann anders. Ach, übrigens, wo ich gerade den Typen da sehe. Ist euch aufgefallen, dass wir vorhin auf dem Weg, Mutter zu finden, ihren Strohhut gefunden hatte und als sie unten im Stollen stand, war es derselbe Strohhut? Ich kann zaubern, ich sag's euch. Oh, das war gruselig. Du. 53 Meter, kommen mir vor wie eine halbe Weltreise. Echt großartig. Großartig. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch schwer gewesen, hier Pferde einzubinden, Damensattel und so. Ich denke mal, das ist mit einer der Gründe, warum es keine gibt. Noch ein Strohhut. Irgendwo ist Ruffy auch noch zu finden. Passt auf. Nee, das war kein Strohhut. Die Handschriften stimmen überein. Es scheint, dass Boucher... Okay, jetzt wissen wir, wer B ist. Hinter diesen Verschwörungen steckt. Wir haben kürzlich merkwürdige Aktivitäten rund um sein altes Lagerhaus entdeckt. Ich bin sicher, du findest ihn dort. Gros Gérard. Gut, da hinten müssen wir hin. Ich kann jetzt auch gerade nicht... Oh nein! WTF. Was seid ihr denn für Halunken? Alter, ihr werdet das so bereuen. Ich wurde entdeckt! Ich war doch noch gar nicht da. Wie kann ich denn entdeckt werden? Wow. Gehen wir halt da lang, Mann. Krass. Blöde Spiogenten-Gedöns. Oh, die Fang wird bestimmt auch noch lustig. Ich hoffe, ich muss die nicht mit der Dame hier machen. Ist auf jeden Fall interessant. Achso. Seht euch dieses Gesicht an, Freunde. Na. Werdet nicht komisch. Boucher töten, um... ohne entdeckt zu werden. So, komm mal mit. Wir müssen einen nach dem anderen. Kommst? Wir gehen hier mal um die Ecke. Und wehe, du Zimmermann, du schreist. Die stehen mit dem Rücken zu mir. Was? Nö, ich glaube nicht, ne? Boucher töten. Das haben wir... wunderbar. Grandios gelöst. Warum ist da jetzt eine Faust? Sklavenbefreiung. Und das kann ich auch nur als Dame machen, oder wie? Wo geht's jetzt weiter? Da oben ist noch ein Schneider? Ich sehe es nicht. Oder ist das Ding jetzt erledigt? Ich muss mal in die Timeline gucken. So langsam werde ich hibbelig, wirklich. Sequenz 5. Bürger E, Geschäftsrivalen. Schiffsbesatzung, Sklavenbefreiung, die Intrige. Scheint vielleicht fertig zu sein? Ich weiß es nicht. Das sind dann wohl... Ach, Schiffsbesatzung gibt auch noch mehrere. Verstehe. Sklavenbefreiung gibt dann auch noch mehr. Geschäftsrivalen. Sequenz 5 sind wir mittendrin.
Ja gut, egal, nichtsdestotrotz, ich werde jetzt erstmal die Aufnahme pausieren, werde das Ganze in den Rennrad schmeißen, mir was zu essen organisieren und mich weiter dem lieben Bot widmen und der grafischen Oberflächen. Zumal ja mein Zweitkanal, den ich angekündigt habe, auch irgendwann mal an den Start gehen soll. Und in Kürze startet hier auf dem Kanal noch ein zweites Story-basiertes Let's Play, weil Story-Games sind relativ einfach aufzunehmen, weil wie gesagt, so mit 3 Stunden Spielaufnahme habe ich mal ein paar Tage abgedeckt. Und momentan sieht es eventuell danach aus, dass es GTA 5 wird, mal was ganz anderes im Verhältnis zu Assassin's Creed. Und ja, ihr werdet sehen. Dann danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, liebe Leute. Tschö, tschö. Hallo, na ihr se. Ich muss mal ganz kurz einschalten. Ich bin gerade dabei, so die Stadt aufzuräumen und